Und herzlich willkommen zu Folge 110. Ja, die nächste 10er-Reihe ist angebrochen, ja. Beim letzten Mal haben wir unten ein bisschen noch an die Maschinen rumgetüftelt. Das heißt, die Maschinen sind jetzt so langsam an eine Zelle immer angeschlossen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe ja noch diese anderen Zellen hier. Die könnte ich jetzt nebenbei einfach nur noch dahin stellen und die sollen dann aufgebummt werden, wenn die andere voll ist. Wäre eigentlich eine super Idee. Was ja kein schlechtes Omen wäre. So, Gatter. Ah, warte mal, die pulsierende Gatte, die kann eigentlich hier drin bleiben. Damit ich da weiterarbeiten kann. Oh, das ist blöd hier. Das kann raus. Danke. Und dann würde das hier auch weiter auffüllen. Na, warte mal, das ist ja auch fast schon wieder leer. Und weil dann brauche ich auch nicht mehr immer erst gucken. Oh, ist mittlerweile so eine Zelle wieder voll. Ja, seht ihr? Da ist nämlich wieder eine voll. Und da muss ich nämlich aufpassen hier mal. Na, weißt du was? Du kommst jetzt erstmal weg hier. Dann werde ich mich jetzt beeilen, ja, zack, zack, zack. Und dann machen wir mal hier eben noch da eine dran. Da eine dran. Ne, die nicht. Oh, warte mal. Hä? Ne, die war doch voll. So, eine davon noch dran. Und die auch noch irgendwo hier so. Zack. Kein Ausgang. Einfach nur Energie scheffeln. Und mehr brauche ich dann auch nicht mehr machen. Das ist so geil, muss ich euch sagen. So, Fackel weg. Komm jetzt hier irgendwo noch hin, da. Wie viele Pipes? Ja, Wasserrohre sind noch gut. Oh, da bist du hingekommen. So. Und so. Dann läuft er nämlich auch hinten. So, dann habe ich nämlich die ganze Reihe voll. Da müssen jetzt 4, 5... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 64 Minecraft-Schuhe. Okay, jetzt werden alle so nebenbei alle gleichzeitig aufgefüllt, gut verteilt und dann ist hier wieder nacheinander jede voll. Was mir super gefällt. Der macht jetzt hier, bis er nichts mehr hat, alles fertig. Was soll er jetzt hier machen, bis er wirklich nichts mehr hat? Dann kann ich das füllen. Oh, warte mal, ich wollte mal. Ja, aber wie viele Chips jetzt habe ich? 2. Ja, können wir davon einen benutzen? 3 bräuchte ich, aber ich bräuchte vielleicht 4. Dann mach vielleicht doch mal erst diese Dinger hier fertig. Das wäre mir doch lieber. 4 bräuchte ich sowieso. Ein dafür. Und 3 für die Tanks da oben. Die anderen unten im Keller, die sollen erstmal, ja, sollen erstmal warten. Bis ich hier genug zusammen habe. So, dann macht den Rest hier fertig. Und dann musst du zusammenkriegst. So. Dann können die Dinger nämlich ausgetauscht werden. Ah, ich brauch sowieso beides. Ich trödel. Das wird ja auch noch ausgetauscht, alles. Ah, da komme ich, glaube ich, oben schneller dran. Dann können wir die Baumfarm auch mal wieder laufen lassen. Wird gar nicht so... Warte, ich weiß gar nicht, wie viel Holz da mittlerweile wieder rumliegt. Ob da wieder was gut beigekommen ist. Ich habe jetzt nicht in die eine Kiste reingeguckt. Oder ich habe reingeguckt und nicht genau hingeschaut. Hier ein halbes. Hier ist auch noch so ein Dreiviertel. Ja, ein Viertel ist das ungefähr. Ein Drittel. Irgendwas ist es schon. Dit. So, dann tausche ich die aber, wie gesagt, jetzt erstmal eben aus. So. Fangen wir jetzt mal mit hier vorne an. Hast du Liquid Inventory pumpen? Dann braucht der nämlich also hier dauerhaft rödeln. Das gleiche gilt für dich. Hast du Liquid im Inventory? Pumpen. Liquid im Inventory pumpen, genau. Da ist noch dunkel drin, ne? So. Da sitzt eine Fackelsuppe. Upp. So, hier ist auch noch dunkel. Fackel rein. Das gleiche gilt jetzt hier. Ist jetzt was drin? Nein. Aber hast du Liquid im Tank, dann tust du bitte pumpen. Dankeschön. Wie viel habt ihr noch? Ja, das reicht erstmal noch. Dann tun wir das Holz hier verbraten. Muss auch hier wieder irgendwo hingekloppt werden. Ja, komm, mach mal so. Dann können wir vielleicht noch so machen. Können wir vielleicht Glas reinzimmern?
an diese Stellen. Da nicht. Aber vielleicht hier. So, hier so Glas hin vielleicht. Dann vielleicht hier noch Glas hin. Passt schon. Und dann das gleiche Spielchen ja hier auch. Dann machen wir einfach so. So. So, 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 so. Und dann können wir hier Glas zwischen machen. Oder zumindest, ah ne, andersrum. Und so muss es hin. Zack, zack. Und dann hier ein Steg in der Mitte habe ich gesagt. Und dann hier ein bisschen Glas hin. Jetzt habe ich nur Hardenglas, das sieht ja auch ein bisschen blöd aus. Wenn wir das hinpfeffern, da habe ich das ja verbraucht. Alter Schwede, kann man das nicht schnell abbauen? Ach so. Geht's auch schnell. Und jetzt muss ich auch so langsam an das System dran trauen. An seinem E-System. Da werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen im Inventar. Pipes. Die kommen weg. Hier haben wir noch ein pulsierendes Gatter. Das kommt weg. Eine volle Energiezelle kommt erstmal hier rein. So. Hardenglas kommt hier unten gleich rein. Hardenglas. Nee. Ja, die Hebel. Die Hebel, ja. Ich jetzt mal hier rein. Ich muss ja mal schauen, dass ich da ein bisschen sortiert bekomme. Oh, das kann hier raus. Das kann weg, das kann da weg. Das kann. Naja, die behalte ich erstmal noch im Inventar. Das kommt weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg in irgendeine Kiste. Wobei ich da glaube noch weniger Platz finden würde für. Nö, 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 da haben wir noch's. Du weg, du weg. Ja, komm, du die Sticks auch weg. Im E-System. Da wären wir jetzt dran, dran, wenn wir zum Speicher haben. ME. Also das Ding haben wir ja fertig. Da brauchen wir jetzt im ME-Kern. Brauchen wir Fluxkristalle. Uch, du Käseneune. Fluxkristalle, 4 Stück. 4 Eisen und einen großen Prozessor. Okay. Die Prozessoren holen wir uns erstmal hier ran. Dann holen wir uns hier Fluxzeug. Ich will jetzt hier so ein bisschen einpacken. Gold. Herr Kupfer will, glaube ich, unbedingt weniger. Nether, Steine erstmal. Vielleicht Diamant neu in die Ecke reinpacken. Dit hier, Silizium. Dann hier das Zeug. Und Nether, Quatschstaub. Und da brauche ich hier vielleicht unseren Quirl, den ich auch da irgendwo habe. Da. Den Meißel. Und jetzt war das hier. So. So und so, oder was? Was war das denn jetzt hier? Ach, Redstone. Ja gut, muss auch noch Redstone haben. Okay, nochmal von neu. So, so, so. Und Redstone. Da brauchen wir jetzt einmal 4 Stück von. Mehr nicht. Eisen fehlt mir. Hier habe ich kein Eisen drin. Ah, aber hier. Dankeschön. Nur mal Glowstone auch mal vorsichtig, aber ne, ach nee, komm, lass nochmal. Glas aber. Glas kann man vielleicht gebrauchen. Dann brauchen wir in der Ecke das. Dann brauchen wir, was war das? Ein ME-Großprozessor, ne? Genau. Ne, ich glaube, es ist in den Ecken und dann hier Eisen. Ich glaube nicht, dass es andersrum auch geht. Ne, ist nur so gesagt. ME-Kern, genau. Jetzt brauchen wir das Laufwerk. Da brauchen wir eine Kiste und Basic-Prozessoren und Glas, okay. Hier brauchen wir Holz. Dankeschön. Dann machen wir gleich mal 2 Kisten. Machen aber nur ein Laufwerk erstmal. Da habe ich jetzt vergessen, wie es geht. Glas und Eisen. Zack, das Laufwerk. Kiste weg. Ja, drahtloser Zugang, den brauchen wir später erstmal. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den brauchen wir eine Zugangskontrolle. Da brauchen wir eine Umrechnung, Matrix und diese komischen Kabel, die ich noch irgendwo habe. Da habe ich noch ein paar Kabel von. Zugang. Da. Ne, das nicht. Drahtloser Zugang. Nein, da, Zugangskontrolle. Umrechnungsmatrix. Brauchen wir einen ME-Prozessoren. Okay, Basic-Prozessoren. Das können wir doch eigentlich so mal im Anrein so. Dankeschön. Flugstopp.
Das Zeug. Also wieder ein Massenverbrauch der Quads. Und ein Basic-Prozessor. Eine Umrechnungsmatrix, danke. Und damit werden wir das jetzt hier herstellen. Also Eisen lässt sich definitiv. Nee, so. Umrechnungsmatrix. ME-Kabel. Und Glas. Zugangskontrolle, okay. Eine ME-Truhe brauchen wir nicht. Wir brauchen Import-Export-Schnittschirm brauchen wir auch noch nicht. Den können wir gleich später. Fertigungskonsole. Ja, können wir auch noch machen. Da brauchen wir eine Speicherzelle und einen Zugangskontroller, okay. Dann müssen wir jetzt mal eine Matrix bauen. Dip. Eisenlastig. Oh, eisenlastig. Zack. So. Das gleiche Spiel nochmal. Und dit. Später werde ich sowas in Rezepten einspeichern. Das ist nämlich nachher für die Speichersachen nachher einfacher. Damit ich dann draufklicken kann und diese 64.000 Laufwerke machen kann. Also die Disks. Aber ich werde erstmal sagen, wir verenden die Folge und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flüschetorpe und tschüssen.